Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Commerce-Freunde, zu einem weiteren Virtual Reiz 3 Tutorial Video auf meinem Kanal. Ja, um was soll es heute in diesem Video gehen? Wir werden uns heute mal der Steuerung der Fahrgeschäfte widmen und schauen uns mal an, welche Steuerungsmethoden es alles so gibt. Dazu gehen wir als erstes, denn wir müssen das Fahrgeschäft erstmal übernehmen, mit dem Mauszeiger auf diesem Button hier. Dort drücken wir auf die linke Maustaste. Nun haben wir das Fahrgeschäft übernommen. Als nächstes müssen wir auf die linke Seite rüber. Dort finden wir hier ganz oben die Steuerung. Auch hier drücken wir auf die linke Maustaste. Die Steuerung des Fahrgeschäftes besteht aus Schiebereglern und Schaltern. Bei diesem Fahrgeschäft sind es zwei Schieberegler und zwei Schalter. Bei anderen Fahrgeschäften kann es auch der ein oder andere Schieberegler und Schalter mehr sein. So, was müssen wir als nächstes tun? Um das Fahrgeschäft überhaupt in den Gang zu bekommen, müssen wir den Hauptmotor einschalten. Dazu gehen wir mit dem Mauszeiger hier unten auf den Schalter für den Hauptmotor. Auch hier drücken wir einmal auf die linke Maustaste. So, damit haben wir den Hauptmotor eingeschaltet. Das nächste, was wir machen müssen, ist die Bügel zu schließen. Bei den Bügeln gibt es zwei Methoden. Wenn wir einmal die linke Maustaste drücken, dann übernehmen hier unten die Angestellten das Schließen der Bügel. Klicken wir zweimal hintereinander auf die linke Maustaste, dann schließen wir die Bügel selbst. Das werde ich jetzt mal tun. So. Nun sind die Bügel geschlossen. Jetzt können wir hier unten mit dem Schieberegler des Hauptschalters entscheiden, wie sich die Plattform herumdrehen soll. Entweder nach rechts oder nach links. Ich schiebe den Schieberegler, indem ich die linke Maustaste gedrückt halte, einmal nach rechts. Und wie man sieht, die ganze Plattform dreht sich nach rechts. Hier unten haben wir die Gondelbremse. Wenn wir darauf klicken, lösen wir sie. Und die Gondeln fangen an zu schwingen. Dann können wir bei diesem Fahrgeschäft auch noch die Plattform angeben. Das machen wir, indem wir den Schieberegler für den Hub nach rechts bewegen. Wie man sieht, hat sich jetzt die Plattform nach oben bewegt. Wenn ihr eine Fahrt abgeschlossen habt, dann könnt ihr einfach hier auf das P gehen. Wenn ihr dort mit der linken Maustaste draufdrückt, dann begibt sich das Fahrgeschäft wieder in seine ursprüngliche Parkposition. Wenn das Fahrgeschäft dann seine Parkposition erreicht hat, dann ziehen wir wieder die Gondelbremsen an, denn sonst können wir die Bügel nicht öffnen. Wie man sieht, sind die Bügel wieder aufgegangen. Das war die erste Steuerungsmethode. Dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Fahrgeschäft und auch die Effekte, die man ja anbauen kann, über die Tastatur zu steuern. Die Tastenbelegung findet ihr hier, wenn ihr hier auf Tastenbelegung klickt. Dort ist euch detailliert aufgelistet, welche Tasten ihr drücken müsst, um gewisse Aktionen auszuführen. Das war's hier soweit. Dann gibt es noch ein vereinfachtes Steuermenü.
Das befindet sich hier auf der rechten Seite. Und zwar gehen wir hier mit dem Mauszeiger drauf und drücken einmal auf die linke Maustaste. Hier habt ihr nur die Schieberegler zur Verfügung. Einmal für den Hauptmotor und einmal für den Hub. Ja, ansonsten war es das eigentlich erstmal. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wünsche euch erstmal alles Gute soweit. Macht's gut, Freunde. Bis denne. Haut rein. Ciao, ciao.